Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie man diesen schönen Adventskalender aus Kondensmilchbecherchen bastelt. Für unseren Adventskalender brauchen wir 24 von diesen leeren Kondensmilchbecherchen. So sieht eins von unseren fertig gebastelten Adventskalendertürchen aus und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ihr braucht Butterbrotpapier, dann nehmt ihr die leeren Döschen, legt sie auf das Butterbrotpapier drauf, nehmt einen Bleistift und umrandet dann das Döschen. Jetzt schneidet ihr das Aufgemalte mit einer Schere aus. Das ist jetzt unser ausgeschnittener Deckel. Jetzt nehmt ihr wieder das leere Schächtelchen, gebt Süßigkeiten rein, die natürlich reinpassen. Da müsst ihr dann mal gucken, was ihr da kauft. Ich habe jetzt hier so kleine Kaubonbons. Jetzt braucht ihr doppelseitiges Klebeband. Davon schneidet ihr euch immer ein Stück ab. Und jetzt klebt ihr an den Rand das doppelseitige Klebeband auf. Vorne die Spitze lasst ihr frei, da klebt ihr kein Klebeband drauf, weil das dann die Öffnung ist zum Aufziehen. Und jetzt nehmt ihr euren ausgeschnittenen Papierdeckel und klebt ihn einfach oben drauf. Und damit habt ihr jetzt das erste Türchen von eurem Adventskalender fertig. Und das macht ihr jetzt noch 23 Mal genauso, damit ihr dann am Ende 24 Türchen habt. Wenn ihr dann alle Türchen fertig gefüllt und beklebt habt, nehmt ihr euch dann einen Stift und schreibt dann noch die Zahlen drauf, von 1 bis 24. Dazu nehmt ihr einfach ein Stück Pappe und weihnachtliches Geschenkspapier und dann klebt ihr einfach die Pappe damit rundherum ein. Damit haben wir unsere Unterlage fertig und jetzt befestigen wir unsere Döschen auf der Unterlage. Zum Befestigen benutze ich wieder doppelseitiges Klebeband. Das Klebeband mache ich einfach unten an den Boden von dem Döschen dran und klebe das dann einfach auf meine Unterlage drauf. Die Döschen ordnet ihr natürlich schön durcheinander an. Und damit haben wir dann unseren Adventskalender fertig. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie so ein Türchen geöffnet wird. Dazu zieht ihr einfach vorne an der Lasche das Papier zurück, wie ihr die normale Kondensmilchbecherchen auch öffnet. Und dann braucht ihr einfach nur noch die Süßigkeiten rauszuholen. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Ich hoffe, meine Idee hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.